Auf Distanz. Podcast über Astronomie und Raumfahrt. Hallo und herzlich willkommen bei Auf Distanz. Dieses ist Episode 57, erschienen am 15. September 2021. Eigentlich war für die nächste Episode ein anderes Thema geplant. Und das kommt tatsächlich auch noch, wahrscheinlich eben in der nächsten Episode. Aber es hat sich zwischenzeitlich die Gelegenheit für eine kleine Zwischenepisode ergeben. Und die hören Sie gerade. Am 9. September gab es eine Pressekonferenz in Köln mit ESA-Astronaut Matthias Maurer. Ich konnte bei dieser Pressekonferenz dabei sein, konnte ein paar Eindrücke sammeln und konnte eben auch mit Matthias Maurer und dem DLR-Missionsleiter Volker Schmidt sprechen. Und um diese Pressekonferenz geht's im heutigen Titelthema. Ich habe dafür mal einige Eindrücke zusammengestellt. Danach folgen einige astronomische Ereignisse und zum Schluss gibt's wie immer Infos über den Podcast selber. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. Titelthema. Matthias Maurer ist ESA-Astronaut. Bald soll er zu seiner ersten Mission ins All starten. Seine Mission trägt den Titel Cosmic Kiss. Am 9. September veranstaltete die ESA im Europäischen Astronautenzentrum in Köln eine Pressekonferenz. Dieses war Matthias Maurers letzte Pressekonferenz auf europäischem Boden vor dem Start. Guten Morgen erst einmal und ja, herzlichen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Ich freue mich natürlich, dass es jetzt soweit ist. Heute meine letzte Woche, mein letzter Tag hier im Astronautenzentrum, die Basis, wo ich alles gelernt habe, wo ich angefangen habe vor vielen Jahren und nun geht's endlich los dann Richtung der Weltraummission. Ein Datum für den Start gibt es schon. Es soll der 31. Oktober sein und der Start soll wohl früh am Morgen stattfinden. Eine genaue Uhrzeit kann man aber noch nicht nennen. Es spielen da einige Faktoren hinein. Das Kennedy Space Center wird rege benutzt und es wird ein freier Slot benötigt. Am 9. Oktober soll von SpaceX noch eine Falcon Heavy Rakete gestartet werden und der Startplatz muss danach erneut vorbereitet werden. Und dann ist da natürlich das subtropische Wetter in Florida. Im Gegensatz zu Starts in Kasachstan ist das Wetter dort weniger stabil. Der genaue Startzeitpunkt soll aber dann im Oktober feststehen. Matthias Maurer wird mit einer SpaceX Crew Dragon Kapsel fliegen. Es gab vorher auch die Möglichkeit, dass Matthias Maurer mit einem Boeing Starliner zur ISS fliegen könnte, dazu kam es aber nicht. Als ich mein Training angefangen habe, hieß es, ich werde mit einer kommerziellen amerikanischen Kapsel fliegen. Zu diesem Zeitpunkt gab es zwei Möglichkeiten, das ist die SpaceX-Kapsel, aber auch die Boeing-Kapsel, Starliner-Kapsel. Bei der Entwicklung der Boeing-Kapsel kam es zu Verzögerungen und deswegen hat NASA jetzt zunächst nur ein zertifiziertes System, das ist die Dragon-Kapsel. Und ich werde mit der Dragon-Kapsel Nummer 3 dann zur ISS fliegen. Der Testflug des Boeing Starliner, der Boeing Orbital Flight Test, war nur ein Teilerfolg. Es wurde zu viel Treibstoff verbraucht, sodass dann die internationale Raumstation ISS nicht mehr erreicht werden konnte. Es gab dann noch eine ganze Reihe weiterer Probleme und die Mission wurde abgebrochen. Die NASA verlangte von Boeing umfangreiche Nachbesserungen. Der Boeing Starliner kam für den Start von Matthias Maurer somit nicht mehr in Frage. Stattdessen kommt nun ein Crew Dragon von SpaceX zum Einsatz. Der Flug heißt SpaceX Crew 3. Die Besatzung besteht neben Matthias Maurer aus der NASA-Astronautin Kayla Barron und den NASA-Astronauten Raya Shari und Thomas Marshburn. Im Rahmen der Mission Cosmic Kiss von Matthias Maurer gibt es einige Herausforderungen. Besonders ein Außeneinsatz sticht dabei hervor. Nun war es so, dass ich hoffentlich der erste Europäer sein werde, der von der ISS in einem russischen Raumanzug aussteigen darf. Dafür habe ich lange Zeit auch in Russland gelernt, in einem russischen Raumanzug. Orlan heißt der. Und in diesem Raumanzug werde ich dann hoffentlich mit einem russischen Kosmonauten aussteigen und den neuen europäischen robotischen Arm, der jetzt vor wenigen Wochen erst auf der Raumstation angekommen ist, in Betrieb nehmen. Und das ist natürlich ein ganz herausragendes Abenteuer, was da vor mir liegt. Normalerweise werden Astronauten ausgebildet entweder für einen Raumanzug oder für den anderen.
wir ESA-Astronauten arbeiten sehr viel mit den amerikanischen Kollegen zusammen und deswegen ist das Training üblicherweise für den amerikanischen Raumanzug. Und ich wurde oft gefragt, was war eigentlich das Härteste so an dieser Astronautenausbildung? Und dann sage ich immer, das Training unter Wasser in einem Raumanzug ist körperlich anstrengend, ist aber auch mental total anstrengend, weil ich muss immer 100% konzentriert sein, dass ich meine Sicherheit im Blick habe, dass ich angeschnallt bin. Ich möchte ja nicht wegdriften und dann zu Weltraumschrott werden. Gleichzeitig muss ich natürlich aber auch meine Arbeit leisten. Das heißt, ich muss gucken, wie ich mich fortbewege, wie ich dann meine Experimente oder ja die Aggregate, die ich installieren muss, wie ich das bewege, wie ich das installiere. Und gleichzeitig muss ich kommunizieren mit meinem Partner. Wir sind immer zu zweit draußen, aber auch mit dem Kontrollzentrum unten auf der Erde. Normalerweise ist das in Houston. Und hier, das alleine ist schon eine riesige Herausforderung. Nun das Gleiche noch einmal auf russischer Sprache. Und ich habe nicht so lange in Russland trainiert, wie ich in den USA trainiert habe. Das heißt, mein Russisch ist nicht ganz so fit wie mein Englisch. Das führt dann manchmal auch zu ein paar, ja, Problemen bei der Kommunikation, aber die russischen Kollegen, die sind eigentlich sehr offen, sehr hilfsbereit. Die sagen dann immer, ja, wir verstehen dich, auch wenn es nicht korrektes Russisch war. Und falls es hart auf hart kommt, habe ich auch noch eine Dolmetscherin auf dem Boden sitzen, die dann, wenn ich etwas auf Englisch sage, das auf Russisch übersetzen kann. Aber ich hoffe eigentlich, dass ich alles auf Russisch meistern werde. Bei dem Außeneinsatz im russischen Raumanzug geht es um den europäischen robotischen Arm. Dieser wurde im Juli 2021 mit dem russischen Nauka-Modul ins All gestartet und angedockt. Eigentlich sollte das schon 2009 passieren, das wurde aber wegen technischer Probleme mit dem Nauka-Modul mehrfach verschoben. Nun aber endlich sind Nauka und der robotische Arm an der ISS. Dort ist er in guter Gesellschaft. Wir haben auf der Raumstation verschiedene robotische Arme und da gibt es diesen kanadischen robotischen Arm. Mit diesem Arm installieren wir außen an der Station verschiedene Aggregate, mit dem können wir auch Astronauten bewegen, aber das alles nur auf dem amerikanischen Segment. Amerikanisches Segment ist der vordere Teil der Raumstation. Wir haben auch einen kleinen japanischen robotischen Arm und dieser Arm kann aus dem japanischen Modul Proben aus einer Luftschleuse rausnehmen und außen installieren und auch Proben wieder von außen nach innen bringen. Auch das habe ich trainiert, auch das werde ich durchführen von innen. Nun, es war ganz neu, ein robotischer Arm hinzugekommen, der auf dem hinteren Teil der Raumstation, wir nennen das das russische Segment, auch außen Experimente installieren kann. Auch dazu gibt es eine Luftschleuse auf dem russischen Modul. Die muss noch installiert werden. Auch das ist Teil der nächsten Monate. Und dann können die russischen Kollegen, aber eigentlich wie alle internationalen Astronauten und Kosmonauten, auf der Raumstation im russischen Teil Experimente von innen nach außen transportieren mit diesem europäischen robotischen Arm. Und es ist ein sehr innovativer, hochentwickelter Arm. Dieser Arm hat sozusagen keinen Anfang, kein Ende, weil er hat auf beiden Seiten sehr gleich. Er kann mit der Hand etwas greifen, aber er kann mit der Hand sich auch anschließen und dann die andere Hand, die auf der Station befestigt war, ist dann gleichzeitig wieder der Greifer. Ein sehr großer Teil der Mission Cosmic Kiss wird aus Experimenten bestehen. Neben Arbeiten an und mit Werkstoffen geht es auch körperlich zur Sache. Es gibt sehr viele Experimente, auf die ich mich freue. Ich bin Werkstoffwissenschaftler. Ich darf dann hoffentlich auch mit dem Schwebeschmelzofen neue Legierung erschmelzen. Ich werde auch in einem japanischen Modul kontaktfrei Schwebeschmelzen durchführen mit keramischen Elementen. Gleichzeitig habe ich auch ein Sportequipment dabei, einen Anzug, der mir Elektroschocks verursachen wird, um dadurch effizienter Sport zu machen. Darauf freue ich mich natürlich. Das war ein Experiment, was ich auch mit vorgeschlagen habe. Das wird hoffentlich auch einen Beitrag dazu leisten, dass wir in Zukunft mit dieser Technologie dann effizient Richtung Mond und Mars fliegen können. Der genannte Anzug heißt Easy Motion Skin. Matthias Maurer ist der erste ESA-Astronaut, der diesen Trainingsanzug nutzen wird. Zum Einsatz kommen soll die Technik bei verschiedenen Trainingseinheiten in 2 Blöcken zu 6 Wochen. Der Effekt soll dann über das Meotone Pro Messgerät vom Experiment Meotones gemessen werden. Das kam bereits bei Alexander Gersts Horizons-Mission zum Einsatz. Aber die Aussicht auf Elektroschocks klingt eigentlich erstmal nicht so erfreulich.
Wenn es nur kribbelt, dann ist es eigentlich nicht stark genug, sondern es muss so sein, dass die Muskeln dann auch kontrahieren. Also wir machen klassisch Sport. Ich habe oben ein Laufband, ich habe ein Fahrrad, ich habe auch sowas wie eine Gewichthebeanlage dabei, aber es sind keine Gewichte, sondern ich zucke gegen den Widerstand. Und das wird kombiniert mit Elektroschocks, also Elektromuskelstimulation heißt das. Es gibt es auch kommerziell in vielen Fitnessstudios schon, wird auch bei vielen Fußballvereinen professionell schon eingesetzt. Das kommt auch aus der Reha-Therapie für Leute, die lange im Bett liegen. Und wie gesagt, in der Schwerelosigkeit ist es ja fast so, wie die ganze Zeit im Wasserbett zu liegen. Also von daher ist es eigentlich sehr naheliegend, diese Technologie einzusetzen. Aber natürlich werden noch viele weitere Experimente durchgeführt. Alleine vom DLR werden 36 Experimente beigesteuert. Volker Schmidt, Missionsleiter des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt DLR, gibt einen kurzen Überblick. Wir haben coole Experimente, das hat man ja gesehen. Simon ist da, das wird ein Highlight werden, dann der EMS-Anzug. Wir haben Beton da oben zum ersten Mal. Wir haben neue Legierungen für den Schmelzofen. Wir haben kalte Atome, Quantenphysik, Verbrennungsforschung, granulare Medien. Wir haben ganz viel Bildung. Jugend, das ist ein Schwerpunkt, extrem wichtig, dass wir die nächste Generation in die MINT-Fächer und MINT-Disziplinen kriegen. Beton ist nicht unbedingt der Werkstoff, den man auf der ISS erwarten würde. Herr Schmidt erklärt dieses Experiment deshalb genauer. Da oben habe ich permanente Schwerelosigkeit. Hier auf der Erde, wenn Beton erstarrt. Beton ist eines der komplexesten Werkstoffgemische, die man sich vorstellen kann. Beton härtet hier auf der Erde in Wochen und Monaten aus bis zur Endstruktur, bis zum Endgefüge sozusagen. Und da spielen ganz viele Parameter mit rein. Wie feucht ist es, wie heiß ist es, ja, die Umgebungstemperaturen, das ist ja jeden Tag anders, jede Minute anders. Und das alles spielt eine Rolle für das Gefüge. Und da oben können Sie. Und wir haben natürlich Gravitation, das heißt schwere Bestandteile sinken ab, wenn das noch so breiig ist, ja, langsam. Und die leichten, die bleiben eben oben im so. Und das verändert ja die Eigenschaften des Tragwerks, sage ich mal. Und das will man will den optimalen Beton in der Zukunft haben. So, und deswegen geht man da hoch und misst und untersucht, wie härtet der in Schwerelosigkeit aus, wo wir das Gemisch viel homogener hinbekommen. Ich habe ganz viele verschiedene Betonmischungen dabei. Ich habe, oder die Kollegen, die haben, Matthias Maurer wird auch Regolith analog haben. Das heißt, wenn wir eines Tages soweit mal sind, auf dem Mond, das Mondmaterial in Beton zu verwenden, wie verhält sich das? Und da haben wir auf der Erde so bestimmte Vorkommen, wo das Material ähnlich ist und da kann man studieren, wie verhält sich das. So, und wenn ich diese Parameter habe und da oben gemessen habe, die Proben kommen alle zurück, die werden untersucht, auch Schliffbilder gemacht und so, und dann wird geguckt, wie kann ich mit diesen Kennwerten, wie kann ich damit die Produktionsprozesse hier auf der Erde verbessern? Wenn man dann das Stichwort CO2 und Klimaneutralität noch ranholt, dann ist die Zementproduktion weltweit, na, Experten schätzen, glaube ich, ein Siebtel, haben die einen Anteil an oder hat die Zementproduktion weltweit einen Anteil an der CO2-Emission. Wenn wir es schaffen, da ein bisschen weg oder runterzukommen, dann haben wir einen riesen Beitrag geleistet. Ja. Und man ist sehr gespannt. Also man hat immer wieder Überraschungen und das machen wir ja. Wir gehen für die Erde ins All, ja, damit das Leben hier unten besser wird, damit unser Raumschiff Erde erhalten werden kann. Das ist auch eines der zentralen Anliegen von Matthias Maurer, allen Astronauten eigentlich, dass wir hier unten unseren Planeten Erde erhalten und schützen. Und dafür müssen wir dringendst etwas tun. Ja. Und das fängt an bei der Verbesserung von Produktionsprozessen mit weniger Emissionen. Wer mehr über Herrn Schmidt und seine Tätigkeit als Missionsleiter beim DLR hören möchte, für Episode 55 von Auf Distanz haben wir uns über eine Stunde unterhalten. Zu den Experimenten aus Deutschland kommt natürlich noch die Mitarbeit an internationalen Experimenten auf der ISS. Dabei gibt es auch Dinge, die nicht sehr viel Spaß machen. Ja, natürlich gibt es ein paar Sachen, auf die man sich vielleicht weniger freut. Ich meine, wir sind gut ausgebildet. Ich muss auch Medizinexperimente durchführen.
dass ich mir selbst Blut abnehmen muss. Das ist so auch schon beim Training das Unangenehmste gewesen, aber da muss man einfach durch. Bei der Veröffentlichung dieser Podcast-Episode liegt der Start von Matthias Maurer noch gute 6 Wochen in der Zukunft. Ein Teil der Experimente und Projekte, an denen bei Cosmic Kiss gearbeitet werden wird, ist bereits an Bord der ISS. Aber die Vorbereitungen laufen weiter. Also das ist ja vor allen Dingen auch für den zweiten Teil der Mission. Die ersten Sachen, die stehen natürlich jetzt, das ist klar, die sind ja auch oben, die sind Ende August mit SpaceX 23 gestartet worden. Ein Teil wird Pesce in Empfang nehmen und auch schon teilweise machen oder vorbereiten. Und ja, aber für alles, was so Dezember jetzt im Dezember hochgehen soll mit der nächsten SpaceX, das müssen wir noch triggern. Und dann gibt es auch Sachen, die im April erst hochgehen, die dann teilweise auch von Samantha Cristoforetti gemacht werden. Die müssen wir alle noch auch so weit vertreiben, dass das, dass das fertig wird. Und Papierdokumente geschrieben werden, Zertifikate einholen, Safety machen. Das ist unendlich viel, unendlich viel. Für Matthias Maurer war der Tag der Pressekonferenz der letzte Tag in Europa vor seinem Start. Jetzt geht's direkt von Köln weiter nach Berlin. Dort haben wir heute Abend nochmal eine Verleihung. Der deutsch-französische Medienpreis wird an Thomas Pesquet, an den Chef der ESA und auch an mich verliehen, repräsentativ für die komplette Europäische Raumfahrtagentur, für die gute Arbeit, die gute Zusammenarbeit, die wir deutsch-französisch geleistet haben. Und dann geht's am Wochenende direkt weiter nach Los Angeles. In Kalifornien sitzt ja die Firma SpaceX. Dort werde ich dann meinen Raumanzug ausprobieren, testen. Und dann geht es weiter nach Houston und dann ein paar Tage später auch dann weiter nach Florida. Dann Quarantäne und in 50 Tagen, von heute an gezählt, sitze ich hoffentlich in meiner Rakete. Neben all der Arbeit, all den Dingen, die getan wurden, die noch zu tun sind, die noch vor Herrn Maurer liegen, gibt es aber auch eine Menge Vorfreude. Ich freue mich eigentlich auf jedes Detail dieser nächsten 6 Monate, die auf mich zukommen. Das fängt schon an mit dem Start, da in 9 Minuten da auf 28.000 Kilometer pro Stunde beschleunigt zu werden und dann direkt nach diesen 9 Minuten, wenn die Rakete ausgebrannt ist, dann schwerelos zu sein. Die erste Weltreise, die ersten 90 Minuten von der Cupola aus unseren schönen Planeten zu sehen, das sind einfach Momente, die stelle ich mir an. Ja, also da fehlen mir jetzt schon die Worte. Vielen Dank an die ESA, dass ich bei der Pressekonferenz dabei sein konnte und vielen Dank an Matthias Maurer und Volker Schmidt. Es kann sein, dass ich vor dem Start noch die Möglichkeit bekomme, ein längeres Remote-Interview mit Matthias Maurer zu führen, aber das ist noch nicht ganz sicher, wir schauen aber mal. Bis dahin kann man aber schon ein erstes längeres Interview hören, das sich mit Matthias Maurers Werdegang und mit der Raumfahrt zum Mond beschäftigt. Das ist etwa 1 Stunde lang und ist zu hören in Episode 50 dieses Podcasts. Astronomische Ereignisse. Die astronomischen Ereignisse habe ich wie immer benutzt mit der Erlaubnis von Heiko Ulbricht. Nachgelesen werden können sie auf der Homepage der Zeitschrift Sternzeit. 3-mal geht's um den Mond, dieses Mal am 16. September 2021 um 20.30 Uhr. Da ist der Mond in der Nähe des Planeten Saturn zu sehen. Der Abstand beträgt 7 Grad. Einen Tag später hat sich der Mond ein bisschen weiter bewegt und ist um die gleiche Uhrzeit, also ebenfalls um 20.30 Uhr am 17.09. genau zwischen Jupiter und Saturn zu sehen. Und am 18.09.2021, also wieder einen Tag später, hat der Mond dann scheinbar den Planeten Jupiter erreicht und ist dort in der Nähe zu sehen. Der Abstand beträgt 7,1 Grad. Noch bis zum Monatsende des Septembers 2021 sind Überflüge der Internationalen Raumstation ISS zu sehen. Wenn man die ISS beobachten möchte, findet man Zeiten und Karten zum Beispiel bei der Website Heavens Above oder auch bei der Site Spot the Station von der NASA. Auf Distanz ganz nah. Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. Auf Distanz ganz nah, diese Rubrik, da geht es um den Podcast selber und da möchte ich dieses Mal ein kleines Update zu möglichen Reiseplänen geben. Ich hatte in einer vorherigen Episode davon erzählt, dass ich gerne beim Start von Matthias Maurer dabei wäre.
Das ist allerdings keine unkomplizierte Sache, denn ich möchte natürlich auf ein eigentlich gesperrtes Gelände und zum anderen haben wir noch diese vermaledeite Covid-Pandemie. Ich habe mich aber dennoch trotzdem direkt bei der NASA um eine Möglichkeit beworben, beim Start dabei zu sein und habe erste Formalitäten eingeleitet, die ich für die Einreise brauche. Das ist aber eben wegen dieser Pandemie aktuell nicht ganz einfach. Diese Dinge schweben nun alle, bis es da Entscheidungen gibt. Ich selber würde meine Chancen, dass das klappt, irgendwie als ziemlich gering einstufen. Aber ich möchte das gerne und darum bleibe ich natürlich dran. Und mehr kann ich da gerade nicht machen und verlieren kann ich dabei auch nichts. Also wird's probiert. Dann gab es dieses Jahr ein virtuelles Podstock. Das Podstock ist eine Podcast-Veranstaltung, die so, ja, da wird gepodcastet, es wird gemütlich, man sitzt gemütlich zusammen, dieses Mal eben noch virtuell. Es gibt Workshops und so weiter. Und im Rahmen dieses Podstocks haben Alexander Waschkau vom Hoaxilla-Podcast und ich uns virtuell zusammengesetzt und wir haben uns ganz zwang- und skriptlos über unsere ganz persönliche Faszination Weltraum unterhalten. Einen Mitschnitt davon kann man sich bei YouTube anschauen. Dann möchte ich mal wieder auf das Projekt wissenschaftspodcasts.de hinweisen. Auf dieser Website gibt es eine kuratierte Liste von frei abonnierbaren Wissens- und Wissenschaftspodcasts zu vielen, vielen unterschiedlichen Themen und die Liste wächst immer weiter. Und wie gesagt, diese Podcasts sind alle frei abonnierbar, das kostet nichts und man kann da ja mal stöbern gehen. Dann freue ich mich, dass ich auch dieses Mal wieder Danke sagen darf. Seit der letzten Episode von Auf Distanz sind Unterstützungen eingegangen, sowohl auf dem Konto als auch per PayPal. Und dafür möchte ich vielen, vielen Dank sagen an Ralf, an Sebastian und an Sven. In der nächsten Episode geht's wahrscheinlich um Azur, den ersten deutschen Satelliten. Das erste von zwei geplanten Interviews dafür nehme ich noch diese Woche auf und ich bin selber sehr, sehr gespannt auf das Thema und wie diese Episode werden wird. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.